Hallo, und da sind wir wieder bei Minecraft. Weiter geht's hier bei unserem schönen Häuschen. Schaut ja wunderschön aus. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Ah, ich hätte mir die letzte Folge nochmal selbst anschauen müssen. Weiß gar nicht, habe ich das gezeigt oder nicht? Nein, das habe ich noch nicht gezeigt. Ich habe jetzt lange nicht mehr aufgenommen, deswegen. Wir hatten ja hier unser Dings, wo wir runterschmeißen. Dann habe ich hier Computer verbaut. Hier sehen wir ja, welche Stufe wir haben. Das haben wir ja schon gemacht. Hier können wir auslesen, wie viel Benzin da drin ist. Oder Ethanol, um genau zu sein. So. Packen wir mal zwei Stacks rein. Wenn ich hier den Computer jetzt resette. Das Problem ist hier unten nichts drin. Crasht der Computer. Er kann nicht sagen. Er kann es nicht auslesen, wenn nichts drin ist. Irgendwie komisch. Verstehe ich selbst nicht warum. Die aktualisiert er. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Das habe ich, glaube schon gezeigt. Gell? Ja, wenn. Wenn ich schon gezeigt habe, auch egal, jetzt seht ihr es nochmal. Dann hier haben wir die Redstone Clock, die haben wir glaube auch zusammen gemacht, damit der das hier rauszieht. Was hier entsteht. Ja, hier an abschalten. Hier habe ich die ganzen Hopper mit den Items. Fermenter. Doch, das habe ich schon gezeigt, alles passt schon. Hier mein Computer, hier kann ich Anzahl im PC eingeben. Hier kann ich sagen, wie viel Ethanol er herstellen kann. Soll. Gehen wir jetzt rüber. Es regnet. Hallo, hallo. Okay, mag er nicht. Magst du wenigstens? Ja. Achso, jetzt hat er gemacht. Ah. Anzeigefehler. Sound. So. Hier haben wir schon Eisen, was ich durchgeschmolzen habe. Wöp, wöp. Dann werden wir das mit Ethanol mal testen. Seht ihr das auch? Da habe ich ein kleines Programm hingeschrieben. So, im E-System wieder befüllen den ganzen Schotter hier. Und zwar, wenn ich jetzt sage. Ach du Scheiße, halt die Schnauze. Danke, ist voll, okay. Was läuft denn hier so arg? Weiß keiner. Hier kann ich sagen, Anzahl eingeben. Zum Beispiel, wir haben jetzt drei Stacks, dann machen wir 256. Zack. Dann produziert er das. Hier sieht man, 256 wird produziert. Aktueller Stand ist 2%. Und der macht nichts anderes aus. Laut zu sein. Der macht einfach hier der Computer 256 Redstone Puls nach unten. Dann hatten wir ja in der letzten Folge, glaube ich, war das, das Problem, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Ja. Okay. D/ Home. So, jetzt habe ich 6 Stück, die müssen wir wieder drüben reinpacken. Zu Hause. Hatten wir das Problem, dass ja wir hier kein Restosignal bekommen haben. Das habe ich jetzt gelöst eben. Ich glaube, der Schalter, oder? Ich glaube, wir haben ganz normal Schalter hier hinten dran gepappt. Genau. Nee, doch. Nein, ja. Ah, nee, nix. Der Schalter ist unten. Hier haben wir den Schalter dran. Da. Mit denen schalte ich oben die Maschine um. Und wir haben ja hier unseren Wireless, also den IO-Block. Den habe ich ja versucht, um das Redstone zu bekommen. Hat nicht geklappt, aber was klappt ist Fluid Upgrade, also Wasser. Man kann auch Flüssigkeiten hier rauf transportieren oder wie soll man dazu sagen? Teleportieren, keine Ahnung. Das klappt mit Flüssigkeit. Das heißt, er bekommt jetzt Flüssigkeit von hier und nicht mehr von hinten. Und somit habe ich die Chance, dass ich das Redstone-Signal hier unten hin kann, weil früher ist die Flüssigkeit von unten gekommen. Somit habe ich eine Seite gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob er die Rotary Bauer auch übernimmt, glaube ich nicht, weil da gibt es kein Upgrade dafür für Rotary Craft. So habe ich das jetzt gelöst. Dann, ja, habe ich das mal erklärt. Dann brauchen wir noch mal einen Dank. Und den hier, ich hoffe, wir haben noch Obsidian. Ja, Obsidian habe ich, aber kein Glasplatten. So. Irgendwann wäre mal gut, dass im E-System ein bisschen ausbauen. Mit automatischer Crafting-CPU oder sowas. Naja, mal gucken. So, jetzt bauen wir den Dank da mal ein bisschen aus. Hier können wir keinen platzieren, aber hier können wir zwei platzieren. Damit wir hier wieder mehr reinkriegen. So, ist der auch weg. Gut, wir wollten eigentlich in der letzten Folge
Wir haben hier eigentlich alles so schön gemacht, aber ich muss ehrlich sagen oder gestehen, das gefällt mir nicht. Das ist jetzt ein Problem. Ja, okay, das ist ein Fermenter. Das kostet jetzt nicht die Welt, also das wäre egal eigentlich. Andererseits, ich möchte das ganze System hier ziemlich automatisieren, dass das alles automatisch funktioniert. Das wird halt irgendwas schwierig werden, das Ganze automatisieren. Aber okay, das müssen wir hinbekommen. Da bin ich überlegen, ob wir das hier drin machen sollten, hier in die Ecke da. Da am besten. Das Ganze zu automatisieren. Da habe ich noch keins gebaut, weil ich noch zu faul. Bis jetzt hatte ich nicht viel Zeit. Wir brauchen dann einen Fermenter. Weil, okay. Die eine Frage ist, reißen wir das drin ab oder machen wir es neu? Es gefällt mir schon, es passt ja alles, es funktioniert einwandfrei, ohne Probleme, wir haben automatisch immer alles. Aber ich möchte, damit eine, sag mal da, ja, Fabrikanlage bauen. Denn der Scheiß hier durcharbeiten, das braucht Tage. Die Maschine läuft 24 Stunden fast durchgehend. Da kann bis zu 4 Stunden kann man hier drin speichern. Und das, ja, möchte ich jetzt automatisieren, die ganze Anlage hier komplett automatisch machen. Was natürlich gar nicht einfach wird, weil wir brauchen die ganze Maschine noch doppelt so viel, wenn wir das hier wegbauen wollen. Das ist ja natürlich das Problem. Oder wir machen nur die. Ich werde nebenbei mal einen Wurm essen. Saftigen Wurm. Oder wir machen nur die Produktion hier für das Ethanol woanders hin. Durch die Frage. Ich wollte jetzt eine wirklich automatische Produktion bauen. Oder wir lassen es vorerst mal und scheißen drauf. Ist noch besser. Genau, ich habe hier so Transferpipes. Aber machen wir mal 64. Dann brauchen wir eine Kiste. Darum herum kommt Eisen. So, nochmal Eisenkiste. Dasselbe nochmal mit Gold. Dann haben wir eine Goldkiste. Hallo? Geht doch eins. Ach, halt die Schnauze. Gibt's ja nicht. Und die stellen wir. Ich würde ja sagen, hier hin. Das wäre so eine Sache. Hier ist auch doof. Oder am besten hier neben dem ME-System. Da stellen wir sie hin. So. Und hier kommt alles das rein, was wir durchschmelzen von drüben. Das heißt, wir müssen hier Lava. Hier geht's. So, Platz machen. Wo sind wir denn da? Sind wir dann hier? Passt. Kommt hier eine Pipe. Dann kommt hier unten eine Pipe. So, damit die Lava schön still bleibt hier. So. Und dann müssen wir zu den Gebäuden rüber buddeln. Da gucken wir mal, wo wir da am besten hin buddeln. Denn. Nein, nicht drauf, nicht drauf. Nein, 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 nein. Oh. Ich weiß nicht, warum das rumspackt. Das funktioniert einfach nicht. Die Förderbänder. Aber okay. Wir haben ja hier die Kiste. Das heißt, wir müssen hier runter. Weil es soll ja unten rausgezogen werden von der Kiste. So. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Aha. Na, wunderbar. Dann können wir hier so auf dieser Ecke fahren wir rüber. So. Wenn wir die Höhe nehmen, dann müssen wir drüben noch eins runter, auch egal. Oh, nee, nicht egal. Ach du Scheiße. So. Das war knapp, aber dennoch haben wir es geschafft. Oh.
Also das ist nicht gut, wenn hier Lava ist. Ui, jetzt hab ich was wieder reingehüpft. So, hier mal zu machen. Da, da. Da. Das heißt, wir bauen hier zu, hier zu. Und dann hier einfach eins runter und fertig hat sich der Lack. So. Dann kommt hier entlang Kabel gezogen. Ah, okay, da verbindet sich da drüben. Warum auch immer, aber ist kein Mensch. Und dann lassen wir alles, was wir durchschmitzen, mal direkt in die Kiste landen. Dafür brauche ich dann aber noch was, und zwar einen Ausgang. So. Hier lassen wir mal offen. Hier kann eigentlich alles zu wieder. So. So. Zack. Zack. Du kannst weg. Dann hier mal rein. Hier muss ich aufpassen, zumachen, dass ich da nicht die Lava reinplumpse. Ey. Genau. Da haben wir irgendwo schon mal genau hier die Item-Transfer-Node gebaut. Mehr brauche ich. Ah, doch, ich brauche noch was. Mining Upgrade. Das hier. So, eine. Einmal. Zweimal. Ist ja extra hier. Passt. Zwei. Viermal das. Und dann brauche ich Speed Upgrade. Das hier. Müsst ihr mich jetzt verarschen? Redstone. Oh, 5. Okay, dann behalten wir mal das Mining Upgrade. Kann man eh nichts machen. Wir haben keinen Redstone. Oh. So, und zwar müssen wir hier mal runter. Und mal gucken, wie wir das jetzt hier. Aha, es geht so. Nee. Kann man die nicht irgendwie wegschalten hier? Nee. Ach, egal. Hier kommt die Transfer nur dran. Und dann fängt er an, hier schon zu zählen, und wenn wir hier die Speed Upgrade tun, müsste der eigentlich viel schneller rausziehen. Genau, hier zieht er schon raus und schmeißt das drüben rein. Und da bräuchte man jetzt noch Speed Upgrades, die wir uns nicht craften können, weil wir kein Redstone haben. Aber okay, so geht's auch. Dauert halt ein bisschen, aber es geht. Hier die Wand wieder zu bauen, 3 Stück, das geht sich nicht ganz aus. Weil wir auch was verloren haben. So. Und siehe da, wir haben das Eisen, wir haben das Ethanol hier. Das passt so. Die fressen wir gleich. Das heißt, jetzt kriegen wir unsere Erze auch nach Hause geliefert. Das ist gut. Alles, was wir hier haben. So. Eisen, Eisen. Okay, wir machen mal nur Eisen. Ist auch egal. Zucker brauchen wir noch. Ja, der Hammer, Ethanol haben wir 3, da haben wir ja 256 bestellt. Das sind dann 4 Stacks. Und mal gucken, ob da auch 4 Stacks ankommen. 1, 2, 3 haben wir schon. 58. So, Eisen. Achso, die Bären wollte ich mir eigentlich behalten. Dann den Tank können wir hier daneben wieder stellen. Den leeren auch. Kaktus, das, das. Ja, Biofühl braucht auch kein Mensch. Damit wir wieder die Bären haben. Bären, wo seid ihr hier? Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4 Stacks, so wie wir es bestellt haben. Haben wir jetzt 7. Dann bestellen wir nochmal 128. Und dann seht ihr, dass er da immer wieder nachproduziert, die ganze Geschichte hier. Der produziert dann gleich wieder nach. Zack, das passt. Haben wir hier noch drin auch noch Bären? Na gut. Ist alles noch vom Murdoch. So. Dann fress ich dich. Und beginn mal hier hin. Nee, wir gehen hier nicht hin. Wir werden mal hier reingucken. Okay, haben wir noch. Wir werden jetzt mal ein bisschen HSLA-Stahl herstellen. Deswegen habe ich ja relativ viel Iron gemacht. Habe fast unser ganze Eisenerze aufgebaut. So.
damit wir HSLA-Stein machen. Ah, hier kommen noch ein paar Sachen wieder. Cool. Also ich finde das echt genial mit diesem Förderbänder. Coole Sache, finde ich. Ich hätte ja gern zurück auch ein Förderband gemacht, aber nee. Dann habe ich noch ein paar Sachen gemacht. Und zwar habe ich mir hier eine Elite Cube gebaut. Der kann 32 Megajoule fassen. Da einfach unseren Advanced, den wir hatten. Außen rundherum 2 Dias und 4 Circuit. Fast 32. So, der hat jetzt jede Menge zu tun hier. Der schafft das locker. Das Circuit, ja, wird ein bisschen leer, aber füllt sich dann immer wieder. Haben wir hier Harvester? Der Generator hat noch was zu tun, aber der Harvester nicht. Weil wir keine Setzlinge mehr haben. Na, okay. Gut, das heißt dann, wir müssen die Folge beenden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Anschauen. Lasst ein Like, Abo da. Und vielleicht ein kleines Kommentar. Teilt das Video oder was auch immer. Wir sehen uns, Leute. Macht's gut. Ciao.